Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu mit einem neuen Let's Play Play und nicht Play Play Projekt. Ja, ihr seht den Super Nintendo Emulator Bildschirm. Das wollte ich allerdings erst machen, nachdem ich Mirror's Edge fertig aufgenommen habe. Das wiederum funktioniert aber nicht, da Mirror's Edge meint, nicht mehr funktionieren zu müssen. Und ich das erst machen kann, wenn ich das Problem behoben habe. Da habe ich mir gedacht, komm, ziehst du die Retro-Reihe halt fort. Ich habe fort gesagt. Ich meine vor, verdammt, vor. Egal. Und eigentlich wollte ich auch die Super Mario Hack-Spiele, die ich angekündigt habe, dafür nehmen. Das wiederum war mir aber zu langweilig. Da habe ich eins meiner Lieblingsprojekte vorgezogen und es ist, bam, Nintendo Presents, an NX Production. Ja? Ah, okay. Vielleicht erkennt ihr es ja schon. Illusion of Time. Eins meiner Lieblingsspiele vom Super Nintendo. Mega spannend. Ich finde die Musik geil. Die Story packend. Teilweise sind die Endbosse schwer. Schwer. Ich erinnere mich an das Spiel damals aus der Kindheit. Ich hatte das damals als Kind schon mal gespielt. Und ja, ich warte jetzt eigentlich nur, bis das Intro da kommt. Ja, da kommt nämlich gleich ein Intro, Video mit Text und so weiter. Vorlesen werde ich den aber nicht. Da ich mir mal denke, dass ihr selber lesen könnt. Und auf so unsinnige Lückenfüller stehe ich nicht so wirklich. Nee, lassen wir einfach mal. So könnt ihr auch der Musik lauschen. Ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Für Leute, die nicht wissen, was das jetzt für ein Gebäude ist, das ist Angkor Wat. Googelt mal danach. Grafikfehler. Okay. Naja, das war jetzt das Intro von Illusion of Time und ich warte darauf, dass ich Start drücken kann. Wie? Bam, bam, bam. 1994, Quintet NX. Hallo? Wo ist denn? Hallo? Startknopf? Bei mir ist gerade kein Startknopf. Ach, lame. Oder? Nein. Lame, das ist lame. Okay, dann muss ich jetzt hier mal kurz meinen Controller abstöpseln. Dann hier.
Dann hier Bums machen, den Emulator einmal aus. Und ja, jetzt seht ihr mal in Folgestopfen das Job-Hintergrundbildschirm. Ist das nicht schön? Und ja, er nimmt auf. Wunderbar. Wo ist denn der Emulator? Da ist er. Verdammt. Mir fällt gerade was auf. Moment. Geht das? Verdammt. Jetzt muss ich voll überlegen, wie mache ich das denn jetzt am schlausten? Ich stöpsel einfach mal meine Kopfhörer ab. For a while. Dann stöpsel ich ihn hier an. Dann kommt wieder mein Desktop. Dann kommt er hier. Ja, ich stehe auf Anime-Männchen. Ich mag die so, die sehen süß aus. Schnucki-Pussy. So, nochmal. Illusion of Time. Gestartet. Bums. Förderer. Bums. Ich Vollidiot. Oh, ich bin so ein Depp. Ich schaffe es nicht, irgendwelche USB-Stecker richtig einzustecken, zu stöpseln, zu bla 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 bla. Entschuldigung, dass das jetzt hier so ätzend ist. Maus. Ach. Jetzt will der Depp erstmal die Maus installieren. Leute, könnt ihr mir dieses verzeihen? Na komm, installier doch. Mann, ich hab nicht ewig Zeit. Moment, kann ich einfach... Jo. Lame. Ich hätte einfach Alt F4 drücken müssen. So, nochmal. So, laut. Ich sagte laut. So, Bams. Jetzt drück mir hier die Maus ab. Ha, die Maus ist abgedrückt. Wow. So, und dann Headset dran. Headset, wo, da ist Headset. Bam. Okay. Und nun? Ansonsten bin ich beleidigt. Ich höre den Sound nicht aus meinen Kopfhörern. Leute, bis gleich. Bams. So, da sind wir wieder. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Bams. Ich habe auf jeden Fall Ton aus meinen Kopfhörern. Und ich hoffe mal, dass es mit meinem Controller jetzt auch... Habe ich gerade Ton aus meinem Controller gesagt? Kopfhörer meinte ich. Egal. Und es funktioniert alles so, wie es will. Oh, ist das schön. Und wir beginnen natürlich mit einem neuen Spiel. Ah, okay. Das ist nicht wirklich weit. Da bin ich noch, was weiß ich, wie am Anfang. Dieses Spiel werde ich dazu benutzen, den finalen Endboss zu zeigen. Also sprich, alle 50 Juwelen war das? 50 rote Juwelen, ja. Und Spiel 2, Mission beginnen, das ist das normale Let's Play Blind. Mission beginnen. Wow. Ich habe mich entschieden, dass ich doch vorlese. Versprecht euch nichts davon, dass ich richtig emotional bin oder so. Nein, das werde ich nicht. Hallo, ich bin Wedel. Ein Jahr ist vergangen, seit ich meinen Vater zum Turm von Babel begleitete. Mein Vater und seine Leute ereilte ein Unglück. Irgendwie habe ich es zum Südkap zurückgeschafft. Ich kann auch immer nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Vater. Sehr interessante Schulglocke, nicht wahr, Leute? Lehrer, das ist alles für heute. Und ihr vier macht bitte eure Hausaufgaben. Was eine große Klasse. Außerhalb der Stadt wurde Monster gesichtet. Geht nur in Begleitung eurer Eltern hinaus. Bis nachher am gewohnten Ort. Ich muss erst nach Hause. Ich komme später nach. Wenn du dich nicht beeilst, wird deine Mutter denken, dass du nachsitzen musst. Also nachsitzen musste ich früher immer. Ja, ich war ein schreckliches Kind. Und wir sind dieser kleine Knubs hier mit der lila Stock im Arsch. Nein, das ist nicht ganz im Arsch, sondern in der linken Pobacke, aber egal. Wir treffen uns bei der Hölle am Meer. Okay. Ich gehe aber hier erstmal die Treppe hoch, denn da oben ist ein Speicherpunkt. Hier. In dem sogenannten Sphärenportal. Da könnt ihr den dann auch nochmal lesen.
Und ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin ein Elf und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Such es auf, wenn immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Tu dies, bevor du weiterziehst. Bisheriges Geschehen speichern? Ja, klar. Es ist vollbracht. Also fortführen. Wenn ich jetzt Nein drücke, heißt es Game Over. Aber das wollen wir nicht, deshalb, ja, weiter. So sei es. Leb wohl. Oh, ich hasse so angehauchte Stimmen. Aber das passt bei der irgendwie so... bei dem mystischen Kopf. Und da ist ein Typ, den wir mal anquatschen. Hey Will, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht hier hochkommen sollst? Du machst immer solchen Unsinn. Naja, was soll's. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Ja, heißt du also Will?